Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Euro Truck Simulator 2, der News Truck auf den Donnerstag ist heute. Ja, und ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet und hat eigentlich was damit zu tun, weil ich fand, es gab keine großartigen Themen, über was man reden konnte. Soll ich über die Ukraine reden? Und nee, weiß ich nicht. Fand ich nicht sehr amüsant, sich darüber zu unterhalten. Und daher melde ich mich heute einfach mal zu Wort, was denn in der nächsten Zeit so hier abgeht. Also, erstens, morgen kommt Nesca 2014 raus. Das werde ich Let's Play. So, damit fangen wir schon mal an. Das wird morgen oder Samstag halt ein neues Projekt. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich habe gerade mega Problem. Keine Ahnung, warum. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und jetzt sollte es gehen. Oh, hoffe ich mir. Oh, hoffe ich mir. So, wir fahren hier weiter. Und wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Nesca 2014. Genau, entweder wird das morgen bei uns, bei mir hier auf dem Channel erscheinen. Oder halt am Samstag. Dann haben viele geschrieben, du, Glamour spielt auch Titanfall und bla bla bla. Leute, ich weiß es noch gar nicht, ja. Die Beta hätte ich auch testen können, ich hatte den Key. Habe ich nicht getan. Irgendwie hat mir das alles nicht so zugesagt, ja. Ich weiß nicht, ich springe mit so einem Menschen da oben auf den Roboter, reiße ihn da so ein Stück von der Metallplatte ab und schieße da rein. Das hat mich schon so richtig so... Naja... Weiß ich nicht. Sieht vielleicht lustig auf, wer auf sowas steht. Findet das vielleicht auch toll, aber ich mag es halt nicht so gern, wenn ich ganz ehrlich bin. Und passt ja auch, ne? Müssen wir ja ganz ehrlich sagen. Wenn das halt einem nicht gefällt, gefällt es nicht. Und ich möchte kein Spiel spielen, wo ich nicht so die Lust zu habe, ne? Halt. Ist halt Standard, ne? Standardbecken. Tropico 5. Wird es eine Beta-Phase geben im März. Ob ich die Beta-Phase dran teilnehmen darf, das weiß ich noch nicht. Das werde ich sehen, ob ich einen Key bekomme, ob ich keinen Key bekomme, ob ich das darf, ob ich das nicht darf. Das weiß ich halt nicht. Wird aber auch ein Spiel sein, wenn es fertig ist, was ich auf jeden Fall Let's Playen werde. Ich habe Tropico 1, 2, 3, 4. Alle Piraten und etc. Und ich stehe auf Tropico. Ja, Tropico 1 war eins der geilsten von überhaupt. Oh, Präsident. Ja, ich habe mich da so abgelacht. Ja, das war noch zu einer Zeit, da hatte ich einen AMD 1000er, glaube ich. So, in der Zeit müsste das gewesen sein. Könnte auch ein größerer schon gewesen sein. Aber da überlegt man sich mal, wie weit man heute ist. So, das ist so, was wahrscheinlich noch so an Simulationsspielen kommen wird. Watch Dogs gibt es ja Frühling, Frühjahr, so in diesem Schnitt wird es wahrscheinlich Watch Dogs geben. Wird es vielleicht nicht. Die Leute, wenn ich nochmal ganz kurz auf das Thema zurückkomme, die Titanfall spielen möchten auf ihrer Xbox. Was am Anfang rumkursiert hat mit 40 GB Speicher, bla, 40 GB Download und das wird wohl nicht so sein. Ne? Lest euch die News durch, Leute. Hier mal so ein paar Leute ein bisschen besänftigen und sagen, Leute, glaubt nicht alles, was am Anfang geschrieben wird. Wartet immer ein bisschen ab. 40 GB wäre schon MMOGA-mäßig. Ja, wäre schon MMO-mäßig. Also 40 GB downloadet man, glaube ich, nicht mal bei WoW. Ja, weil das ja komprimiert ist. Und die Welt ist eine ganze Ecke größer wie bei so Ego-Shooter-Spielen. Das hätten wir. Dann haben viele geschrieben, du, Glabu, spiel doch nochmal ein Skispringenspiel. Leute, was für ein Skispringenspiel? Es gibt einfach keins mehr. Ich habe geschaut, was kann man noch für ein Winterspiel spielen? Was kann man für ein Olympic Games spielen? Weil ja auch Olympia war gerade und... Aber das Hauptproblem ist wirklich, man bekommt einfach diese Spiele nicht mehr richtig zum Laufen. Ich habe eins drauf gehabt, Leute. Das Spiel läuft dann so schnell, da müsste ich meine Prozessoren zurückdrehen und das irgendwie auf einen Kern habe ich das. Oh, das geht alles gar nicht mehr richtig. Das ist echt Mistdreck.
Ja, muss ich leider wirklich sagen. Und ich habe es wirklich probiert, aber was halt nicht geht, geht halt nicht. Und kann man halt nicht so ändern. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber das Jahr ist ja gerade erst angefangen. Dann haben viele gesagt, ja, es gab dieses Jahr gar nicht so viele neue Spiele bei mir. Nein, was gibt es denn für neue Spiele? Battlefield 4 spielen wir. Call of Duty habe ich kurz gespielt. Macht mir schon Spaß, aber zum Aufnehmen ist das nicht so der Burner, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, was hat denn da auf der Straße gestanden? Da man, da sich so übelst konzentrieren muss, da kann ich nicht bei reden. Das ist eine Sache, die unmöglich ist. Was gab's noch Neues? Ja, das eine Need for Speed. Ich habe ja gesagt, ich habe einmal dieses andere Most Wanted Need for Speed gespielt. Seitdem packe ich kein Need for Speed mehr an. Es ist so unrealistisch und man fährt mit 500 durch die Kurve und... Nein, ist nicht so mein Fall und das geht mir einfach nicht realistisch genug, ja. Formel 1 hatten wir, das neue, wir haben so viele neue Spiele, habe ich gespielt. Aber es gibt halt einfach dies Jahr nichts. Letztes Jahr gab es Bioshock, Tomb Raider, es gab so viel letztes Jahr, dies Jahr tot. Ja, Hitman gab es und was weiß ich nicht alles. Dieses Jahr ist irgendwie der Spielemarkt in meinen Augen tot. Und daher kann man halt nichts Großartiges spielen, ja. Und ich finde zum Beispiel so wie SimCity, Städte der Zukunft, ist schon sehr cool. Dann mein Knast, sage ich ja dazu, Poison Architect heißt es, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ist auch ein super Spiel. Macht wirklich mega viel Spaß, kann ich auch jedem empfehlen, das zu kaufen, wer so ein bisschen auf sowas steht. Es ist ja halt noch eine Alpha oder eine... Ich glaube, das steht noch in der Alpha statt Beta. Und man muss da wirklich ein bisschen gucken. Das ist eigentlich alles ganz okay. Also, dann haben wir in dem Sinne Battlefield, was nicht immer kommt, nur wenn wir wirklich mal wieder aufgenommen haben. Dann haben wir World of Tanks, was in dem Sinne ein Langzeitprojekt ist. Ja, und ich warte halt jetzt so nach und nach wirklich mal auf neue Spiele, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war am Überlegen, Diablo zu spielen. Ich habe aber noch nie Diablo gespielt. Also, ja. Könnt ihr euch ja vielleicht hier mal in den Kommentaren äußern, wenn es hier wirklich jemand sich anschaut, weil so viele schauen Euro Truck Simulator gar nicht. Fand ich eigentlich immer sehr schade, aber macht ja nichts. Wenn man, was ihr davon haltet, wenn wir vielleicht Diablo, wenn ich das mal spiele. Hätte ich vielleicht schon mal ein bisschen Lust zu, ne? Ist halt mal ein Langzeitprojekt. Dann vielleicht Diablo holen und Diablo das Add-on und dass man dann gleich alles spielt. Ich habe noch nie Diablo gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie Diablo überhaupt funktioniert. Müsste ich mich erstmal reinlesen und was weiß ich. Aber wäre vielleicht ein Projekt, was mich sehr interessieren würde. Würde. So, ne? Ja, Nesca kommt morgen. Da freue ich mich übelst drauf, weil endlich mal wieder ein Autorennspiel. Ich hatte schon einen anderen Plan wieder im Kopf, aber ich mache das jetzt erstmal und dann gucke ich mal, was die News mit sich bringen, wann das nächste kommt und wenn ich da was zwischenkriege, dann werde ich, glaube ich, mal ein älteres Autorennen spielen, nämlich mal ein Highlight, was für in meinen Augen mit eins der besten Fun-Rennspiele war, die es gab. Meiner Meinung nach. Wir brauchen noch 32 Stunden. Leckt mir die Kohannes. So, erstmal müssen wir tanken. So. Ach so, festhalten war es ja. Ja. Was gibt's noch? Watch Dogs wurde jetzt angekündigt. Es wurde auch einen neuen Trailer, weil es hieß ja erst, da sind welche pleite oder sie müssen den Namen ändern und bla und Sylt. Ich habe mir niemals gedacht, dass das Spiel zu Ende ist oder dass sie das nicht weiterentwickeln, weil erstens es ein Millionenprojekt ist. Ja, guckt euch alleine die Trailer-Grafiken an und dieses Gameplay gibt es ja so ein bisschen von Ubisoft. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, ja. Wer das in Boden stanzt, keine Ahnung, Leute, dann sammelt Geld und wir unterstützen Ubisoft dabei. Also bin ich ganz ehrlich, das Spiel darf man einfach nicht an die Wand fahren lassen. Bei Battlefield, das ist halt immer so eine Sache, bei Battlefield, wenn man, weil viele schreiben zum Beispiel, warum ich da gerade auf dieses Thema komme,
Warum kommt es nicht immer? Es liegt einfach daran, Leute, manchmal läuft es einfach scheiße. Ja, und wenn DICE mal wieder oder EA, einer von den beiden, wieder scheiße baut mit dem Programmieren, mit den Updates, dann macht es einfach überhaupt gar keinen Spaß zu spielen. Das muss ich wirklich dazu sagen. Und dann lassen wir es auch. Ja, weil was bringt uns das, wenn da das Geschreie drin ist? Ja, bei DayZ ist zurzeit auch so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Klar, wir nehmen noch auf und wir spielen auch mit Snow und Spike. Aber, Dean Wockett, was ist los? Warum kommen keine neuen Updates? Ein bisschen am Schlafen, der Herr Dean Wockett, oder was? Keine Ahnung, also ich erhoffe mir immer, dass es ein bisschen schneller geht bei ihm. Ja, mit so mehr Kleinigkeiten immer wieder was einfügen. Wir sind schon ohne Ende rumgelaufen, ich habe die Schrumpfinte noch nie gefunden. Da muss er sich unbedingt was einfallen lassen, dass Respawn ist. Ich finde, es bringt nichts, wenn er beigeht und es ist zwar eine Alpha und man darf sich da nicht zu kritisch zu äußern oder sagen, das Spiel ist scheiße. Nein, das Spiel ist geil. So, aber mein Argument ist einfach, Herr Wockett, warum gehen Sie bei und bringen neue Gegenstände ins Spiel, wo es gar keinen Respawn gibt? Das bedeutet, ich muss Server-Hopping ja machen, um mich auszustatten. Ich werde dazu gezwungen, auf Deutsch gesagt, von einem Server auf den anderen zu springen. Weil erstens sehe ich es so. Ich spawne neu. Sagen wir in Kamenka. Laufe dann die ganze Welt ab bis oben zum Flughafen. Entweder linken oder rechten. Habe ein paar Stunden gespielt. Ja, darf man ja nicht vergessen. Man hat wirklich ein paar Stunden dann gespielt. Und ich komme zum Airfield oder zu irgendeinem Militärgebäude und es ist nichts mehr da. Dann habe ich keine Lust mehr. Meiner Meinung nach. Dann habe ich so... jetzt habe ich keine Lust mehr zu spielen. Ja, es ist ja nicht negativ fürs Spiel, sondern einfach... Oder ich gehe dann halt bei und sage mir... Scheißegal, ich darf zwar nicht Server-Hopping, aber mache ich halt. Lock mich aus, warte 5 Minuten, locke mich auf dem nächsten Server ein, gucke, ob ich da was finde. So, das mache ich dann jedes Mal. Auch wenn ich dann eine Strafe kriege von 300 Sekunden. Ja, aber die Leute machen es einfach. Weil ich werde ja da in dem Sinne zu gezwungen von ihm. Weil es einfach keinen Respawn gibt. Sollte er sich in meinen Augen als erstes drum kümmern. Warum es vielleicht nicht gemacht wird, das weiß nur Herr Dean Wockett. Die Serverleistung ist auf jeden Fall eine ganze Ecke besser. Und ich finde, das Spiel ist auf jeden Fall... ausbaufähig und richtig ausbaufähig. Dann für alle PlayStation und Xbox-Fans, es wird wahrscheinlich, so sind die Gerüchte, DayZ irgendwann auch für die Konsolen geben. Also freut euch und habt Geduld, liebe Konsolenspieler, und mault nicht mit dem Dean Wockett rum. Wir sind froh, dass das Spiel überhaupt da ist. Ja, wir können doch uns überhaupt glücklich schätzen. Ich weiß, viele können es vielleicht nicht spielen, weil sie vielleicht nicht den Rechner danach haben, aber ich finde, es ist spielbar fast eigentlich auf jedem Rechner. Man müsste einfach nur ein bisschen die Leistung der Grafik ein bisschen Keller drehen und dann sollte das eigentlich alles ganz gut klappen. Denke ich zumindest mal, ne? Wie weit müssen wir denn fahren? Ach, du Scheiße, wir müssen natürlich Hannover, Osnabrück, Amsterdam, Hafen. Ach, du Backe. Ich habe lange nicht gespielt und ich werde auch versuchen, wieder etwas mehr Euro Truck Simulator zu machen und den News Truck wieder ein bisschen ins Leben zu rufen. Was kann man noch sagen? Ja, habt einfach ein bisschen Geduld. Dean Wockett hat sich dazu geäußert. Es kann sein, dass er wirklich die Konsolen wirklich damit unterstützen wird bald. Was ja auch okay ist und was ich auch vollkommen unterstütze, wenn ich ganz ehrlich bin, weil er kann nicht alles auf einmal. Er muss erstmal aus der Alpha-Phase raus und er muss jetzt programmieren für die PlayStation und Xbox, aber dann muss er halt beigehen und muss halt die Entwicklung beim PC erstmal einstellen. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut. Ja, weil dann werden die PC-Leute wieder ein bisschen schickig. Er muss so ein Mittelmaß finden, oder er muss halt mehr Leute einstellen. Ja, er verdient ja auch genug. Es kaufen ja genug Leute das Spiel. Ja, das war's erstmal heute von mir. Werde auf jeden Fall wieder probieren, etwas mehr den News Truck zu spielen. Ich hoffe, ihr schaltet dabei wieder ein. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Euro Truck Simulator 2, der News Truck auf den Donnerstag. Mein Name ist Labur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen hoch und schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Und bis denn, euer Labur. Tschüss.